Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin. Ja, wir haben jetzt mal diesen blöden Buch gesucht. Ja, John ist übrigens auch dabei, sorry. Ja, und den muss ich irgendwie noch heilen. Aber irgendwie. Ja, wir finden gar nichts gerade. Nee, das ist voll doof. Nicht. Aber was ich rausgefunden habe, ist, dass man hier mit dem Typen über wegen Nadia reden kann, mit Lawrence, weil er den, ihren Mann ja in den Tod geschickt hat. Vielleicht bringt das ja was. Okay. Mal gucken. Seid abermals gegrüßt, euer Gnaden. Nadia hat euch beschuldigt, Minenarbeiter wissentlich zu gefährden, um Gewinn zu machen. Das ist absurd! Was weiß ein Fremder denn schon von den Angelegenheiten Silbertals? Ihr macht es am besten, wie ich es mache, mein Gebieter. Schenkt ihren wahnsinnigen Anschuldigungen kein Gehör. Blöd. Ich dachte, da geht mehr. Dann nicht. Doof. Aber wir können noch was machen, John. Und zwar, wenn wir jetzt versuchen, mal zu schleichen. Denn, Leute, ich habe was gesehen. Und zwar bei Nadia gibt es einen Questgegenstand an der Wand. Ein Kellerschlüssel von ihr. Vielleicht kriegen wir den ja... Obwohl, vielleicht kriegen wir den, wenn wir ihre Quest machen, ne? Yeah, es ist so doof. Warte. Buch der Makellosen 2. Wo? Es liegt bei ihr auf dem Tresen. Bei Nadia. Okay. Kann ich das abkaufen? Nein. Kann ich das dem komischen Typen, der hier rumläuft, abkaufen? Nein, okay. John, wir müssen stehlen. Dein Lieblingsspiel. Okay, dann stehlen wir. Sag mal, ich komme zu dir, wenn ich... Ich kann hier aber nicht schleichen, ich kann es nicht machen. Hä? Ja, da. Die sehen mich. Moment, wo bist du? Bei Nadia. Beim Schahan. Schmied. An Nadias Laden, okay, Schmied. Da drüben. Ich kann hier aber nicht schleichen. Weil Schahan ist irgendwo da hinten, ne? Sollte er nicht sein, er ist eigentlich an mich gekettet. Naja, egal, aber ich will noch dieses Buch haben. Buch der Makellosen, ja, da liegt es tatsächlich. Aber ich kann nicht schleichen, wie du siehst. Mir steht jetzt 5000 Mal Schleichen fehlgeschlagen. Was war die Taste nochmal für Schleichen? C. Wie? B? C. C wie Cäsar. So, du Typ, du bleibst mir hier stehen. Jetzt geh mal... Schleichen fehlgeschlagen, ja, geht nicht. Wir nehmen es einfach. Ja, dann kriegen wir es aber nicht, sondern du sorgst nur dafür, dass sie dich hassen. Das ist total sinnfrei. Dann hassen sie uns halt. Ja, aber du kriegst es trotzdem nicht. Es bringt gar nichts. Meinst du? Das ist absolut sinnfrei. Ja, ich hab's eben versucht. Hä? Mit dem anderen Typen. Das muss ich ausprobieren, Moment. Viel Spaß. Dieser Gegenstand interessiert euch also, ja? Ich kann euch zu einem wirklichen, vernünftigen Preis überlassen. Oh, ja, dann mach doch. Ich bin interessiert, wie viel kostet das? Was? Wieso bricht er jetzt ab? Weil ich das gerade war. Okay. Oh gut, so können wir es kaufen. Dann. Können wir es kaufen, gut. Ja, ich muss es nur stehlen und dann kann ich es kaufen. Ist okay. Läuft. So, Buch der Makellosen, Teil 2. Sehr lesen gut, wir mal. Was doch. Das zweite Buch der Makellosen. Soldat, ein Eingeweihter. Die Grundprämissen des erleuchteten Weges. Oh Gott, ich bin so doof. Ich kann nicht lesen, Leute. Sobald ein Eingeweihter die Grundprämissen des erleuchteten Weges versteht, ist er oder sie bereit, die Energie über das Blut aufzunehmen. Durch die Freigabe dieser Energie bringt ein höheres Wesen einem niederen Wesen großen Segen. Wenn der oder die Eingeweihte bereit ist, wird er oder sie gebeten, einen Blutstein aus einem Sternenstein herzustellen. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Rituals freuen sich alle Makellosen darüber, einen neuen Bruder oder eine neue Schwester in ihrer Mitte begrüßen zu können. Der oder die Eingeweihte wird als Makelloser geehrt. Jemand, der durch Blut gereinigt wurde, das durch seine Übertragung auf ein höheres Wesen geheiligt wurde. Yay, super. Das können wir jetzt also machen. Gott, war das ein Akt, Leute. Aber immerhin. Jetzt können wir zumindest Initiation machen. Ich hoffe, hier ist es nicht so, dass das so eine Art Moralentscheidungen in diesem Spiel sind. Nee, ich könnte es erwarten eigentlich. Oder ich würde es erwarten. Speichern wir nochmal besser. Es hat eben abgebrochen, John, weil ich dann auch gestohlen habe. Weil du das Falsche genommen hast. Du hast ein blödes Schwert genommen. Wir brauchen das. Okay. Ja, wie können wir das jetzt? Makellosen. Ah. Beitritt. Wir sind bereit, oder? Wir sind bereit. Ja, wir sind bereit. Gesegnet sei eure gewählte Seele. Lasst uns beginnen. Erste Frage. Zu Ehren der Göttin muss das Blut rot werden. Das Blut rot werden. Zusammengeschrieben, okay. Was einst von den Sternen abstammte, richtig? Richtig. Naja, der Sternstein muss Blutstein werden. Ja, richtig. Stand drin.
Zweite Frage. Das Blut des höheren Wesens sollte verwendet werden, um den geringeren zu dienen, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Falsch. Die niederen den höheren, nicht umgekehrt. Wobei diese Unterscheidung ja, ein bisschen fragwürdig das ist, nicht ist. Richtig. Dritte Frage. Nur diejenigen, die am Vergießen des Blutes teilgenommen und dabei den lebenden Stein erschaffen haben, den Stein vollgesaugt mit Blut, dürfen makellos genannt werden. Richtig? Jo, ich glaube schon. Richtig. Ha. Yeah. Sehr erfreulich. Sogar sogar sehr beispielhaft. Ihr habt die Worte der Göttin verstanden und ich erachte euch als würdig genug für ihre wahre Prüfung. Ah, fuck. Denn nur die wahre Prüfung macht euch zu einem Makellosen. Ja, wir müssen jetzt nämlich Blutstein schaffen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist als Quellenjäger, aber naja. Okay. Was muss, das muss. Was ist diese wahre Prüfung, von der ihr gesprochen habt? Obwohl, warte mal. Wir gehen erstmal. Nein, erstmal gehen wir weg und lesen das Tagebuch. Vielleicht sagt uns das ja jetzt schon mehr. Achso, die Schöne und das Biest. Wir trafen auf Fummler, einen einsamen Troll, der sich nach weiblicher Gesellschaft sehnt. Oh mein Gott. Das ist so falsch. Das müssen wir. Wir haben die mündliche Prüfung bestanden und können nun an der wahren Initiation der Makellosen teilnehmen. Leuk sagte uns, wir sollen Silbertal verlassen und den Pfad nach Westen nehmen. Hat er noch nicht gesagt, aber fragen wir ihn gerade. Was ist diese wahre Prüfung, von der ich gesprochen habe? Um ein Makelloser zu werden, müsst ihr sowohl den Segen als auch den Fluch der Göttin erleben. Verlasst Silbertal, nehmt den Weg Richtung Westen. Folgt ihm zu dem Ort, an dem der Wind heult und ein großer Schädel aus den Felsen hervorragt. Dort werdet ihr sie finden, die Höhle und die wahre Prüfung. Dankeschön. Wachen der Makellosen versperren den Weg, aber sagt ihnen, dass ihr meinen Segen habt und sie werden euch passieren lassen. Da könnte jeder daherkommen, aber okay. Gebt jedoch Acht. Die Straße wimmelt nur von Gräueln und euer Mut wird wirklich auf die Probe gestellt, bevor ihr überhaupt zur Prüfung der Göttin kommt. Ich lege euch nahe zu trainieren, bevor ihr euch auf diesen tückischen Pfad begebt. Wir können nicht trainieren, weil alles uns hier instant wegklatscht. Von daher, screw it. Warte mal, weißt du was? Ne, ich hab Jahan noch. Was ist denn los? Irgendwo ist Jahan weg. Ja, dann haben wir irgendwo ein Gebäude liegen gelassen. Er Warum kann auch immer, nicht. Weil er ist angekettet, ne? Macht keinen Sinn. Oh nein. Ding? Ich hab Jahan verbuggt. Ich hab ihn eingesperrt. Nein. Kannst du nicht rausholen oder so, wenn du ihn ansteuerst? Ja, ja, ich hab gerade gesagt, er sollte den Packen da wegheben. Okay, er ist da. Ah, da wo müssen wir lang? Nach Westen. So, endlich geht's weiter, Leute. Oh mein Goodness, war das jetzt ein Akt, ey. Ja, aber gehört dazu, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Aber wer hätte schon gewusst, dass Nadia den Scheiß auf dem Tresen liegen hat? Vor allem hat mich den vorher nicht gesehen. Ich war ja schon bei Nadia, deswegen habe ich ja den Schlüssel da gefunden und so. Naja, den schon. Wir hoffentlich noch bekommen. Sonst werden wir ihn wirklich irgendwann einfach stehlen oder kaufen oder was weiß ich. Mhm. Bin gespannt. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt weitergehen in der Hauptquest oder in dem Teil dieser Quest-Reihe, dann können wir auch endlich erfahren, was mit den anderen Sachen so los ist hier. Mal gucken. Vielleicht können wir auch ein paar Goblins schlachten noch. Das wäre auch schön. Das macht immer Spaß. So, Makellosen. Wir sind einer von euch. In ihrem heiligen Namen, halt! Ihr dürft diese Straße der Makellosen nicht betreten! Wieso lasst ihr mich nicht passieren? Hat die Vollensäure unzerstört, bla bla, Leuk. Ich habe die Wissensprüfung bestanden und dafür den Segen von Leuk erhalten. Ah, ihr habt die Aufgabe bestanden. Das bedeutet, ihr seid auf dem Weg eurer wahren Prüfung. Glückwunsch, Eingeweihter, bitte fort. Aber seid wachsam, dort im Sand lauern heimtückische Kreaturen. Findet den Steinschädel, aber wagt euch nicht weiter. Es sei denn, ihr möchtet Feinden gegenübertreten, die schrecklicher sind als jene aus euren schlimmsten Albträumen. Denkt ihr, dass ich stark genug bin, den Weg zu überleben? Es ist doch keine Schande, euch gut auf die Prüfung der Göttin vorzubereiten, mein zukünftiger Freund. Achtet auf meine Worte, testet eure Stärke zuerst dann in einfacheren Kämpfen, bevor ihr fortschreitet. Jo, wir haben keine mehr. Ich meine, wo denn? Wir können Brakkus hauen. Ach ja, da war ja noch was offen. Ne? Offen und so. Ja. Ich glaube, wir haben ja auch noch einen Sternenstein jetzt. Das ist ein Kaninchenbau. Ach so, ja. Ach so, Gnadengeber des Ritters. Ja, moin. Aha. Kann für hinterhaltige Attacke verwendet werden und einen großen Heiltrank, den nehme ich gerne. Cool. Ist kein so guter, ist nur ein weißer, weißes Schwergewicht. Hier ist ein Troll. Ich schätze, diesmal kommen wir um den Trollzoll herum. Der ist kaputt. Tot? Ich weiß. Ja, ist ja alles voller Spinnen. Wir haben noch keine gesehen, oder? Stimmt noch. Oh, da ist noch ein Alfie. Ralphie, der heißt Ralphie. John, der heißt Ralphie. Und da ist Kadraskas gerade, der auf uns zukommt.
Das ist nicht gut, der ist nämlich Stufe 15. Alter. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Wie müssen wir denn hier grinden, bitte? Nee, da können wir nicht hin. Das ist nett. Und wir sind gerade von der Verlangsamungsaura umgeben. Ja, wir können ja mal mit Kadraskas reden. Die sind ja nett, von daher. Was zur Hölle bist du? Geht mir aus den Augen, menschlicher Abschaum. Von eurem Gestank wird mir ganz schlecht. Okay, wer oder was seid ihr? Wie auch immer. Ich würde mir Kadraskas nicht zum Feind machen, Schweinehaut. Außer ihr, wenn ihr unbedingt meine Legion achtbeiniger Freunde kennenlernen wollt. Ja, bitte nicht. Oh nein. Er hat netten Kram dabei. Leere Fertigkeitsbücher, ganz viel Rüstung, interessante Waffen. Wenn wir nicht unbedingt was brauchen. Ja, okay, es sind Feuerpfeil und Eispfeil für dich dabei. Eine Fahrhangpflanze, okay. Viel Geld hat er, also da könntest du wieder was loswerden schon. okay. Wenn ihr kein Interesse daran habt, die besten Goblin-Waren von ganz Rivelons zu kaufen, dann würde ich jetzt gerne woanders hin, wo euer Gestank meine Nasse nicht beleidigen kann, okay? In dieser Gegend gibt's also Spinnen? Hiss, hiss, hiss. Ja, Schweinehaut, sie beherrschen dieses Gebiet außer das Goblin-Dorf natürlich. Aber wir wissen genau, wie man mit der Spinnenkönigin umgehen muss. Dieses Wissen ist ziemlich wertvoll in diesen Breiten, wie ihr es sicher noch herausfinden werdet. Ich mag dieses Zischeln nicht, das ist so doof. obwohl ich denke, dass ein Sack Gold von etwa 1300 Münzen mich dazu bewegen würde, meine Informationen weiterzugeben. Nö. Ja. Wir könnten für die Informationen bezahlen. Nein. Wir können auch versuchen, ihn einzuschüchtern, zu schmeicheln oder zu argumentieren. Er ist Stufe 15, wir können doch definitiv nicht einschüchtern. Ach, sag mal. Soll ich es versuchen? Mach, wie du meinst, also. Aber ich zahle nichts. Ich habe schon an den letzten Deppen was bezahlt für nichts. Du hast doch hier die meiste Kohle, das sind ja noch 15.000 oder sowas. Ja, eben. Okay, ersten Teil habe ich gewonnen. Wenn ich nochmal gewinne, dann haben wir's. Und ich tue es und dann. Ha! Pro! Yeah, ich gewann die Diskussion! Cool! 4500! Oh mein Gott, das lohnt sich so sehr. Nun, Quellenjäger, das könnt ihr einem Geschäftsgoblin nicht verübeln. Ich kann euch Folgendes erzählen: Die Spinnenkönigin ist nicht so viel anders als andere Herrscher. Damit will ich sagen, dass auch sie ein wenig Süßholzgeraspel gerne hat, Schweinehaut. Okay. Thank you. Ralphie? Na, ja, oh! Das erfahren. Du liebes Bisschen. Ach, du liebes Bisschen. Ihr könnt sprechen? Du meine Güte. Oh, Ralphie. Das ist dein Glückstag. Oh, wie süß. Psst. Freund, ihr müsst mir helfen. Oh je, du meine Güte, ich flehe euch an. Diesen Goblin, den ihr da vor mir seht, mein sogenannter Meister, er ist eine grausame und skrupellose Bestie. Dies könnte meine einzige Chance sein, also will ich keinen Augenblick verschwenden. Freund, wenn ihr auch nur ein kleines bisschen Anstand besitzt, dann müsst ihr diesen Goblin töten. Bitte, ich muss befreit werden. Oh Gott, wir können hier gar nicht 15er gewinnen, John. Ach komm, das kriegt man hin. Erinnerst du dich, als wir Stufe 2 waren und gegen einen Stufe 8er gekämpft haben? Ja, aber das ist ganz alleine. Und das waren nur 4 Level, das hier sind 5 und er hat gesagt, er kann Spinnen beschwören. Und er beschwört sich ja mehr als wir. Wir können nämlich nur eine gleichzeitig. Ja, wir können es mal probieren. Und wenn ihr mir helft, dann helfe ich euch. Ich weiß alles über die Goblins von Lucullha und ich kenne auch eure größten Schwächen. Ein Geheimnis, das ich gerne mit euch teilen werde, wenn ihr mich aus den Fängen dieses Goblins befreit habt. Bitte tötet dieses Monster. Kann ich speichern? Tolle Belohnung eigentlich, ja. Probiert was auf jeden Fall mal. Dieser Wilde, es wäre uns eine Ehre, euch von der Tyrannei dieses Goblins zu befreien, wirklich? Ja, komm. Oh, guck mal, übrigens Sturm. Oh ja, wunderschön. Der Grausam hat Grausamkeit verdient. Machen wir den Feind nieder. Oh Gott, Leute, das war ein Fehler. Nein. Schaff mal. Tausend Dank, mein Freund. Fangt mit seinen Augen an, würde ich sagen. Gute Idee. Ha! Oh Gott, sorry. Der war gut. Das könnte sehr interessant werden jetzt. Ach, wir sollen ihn jetzt wirklich einfach angreifen. Oh ja. Haben wir dafür was bekommen? Hä? Nein.
Wir haben keine Quest bekommen. Hä? Es ist keine Quest. Ja gut, dann können wir angreifen, ne? Es ist eine Aktion, die wir machen könnten. Ja, sollen wir das versuchen, wirklich? Ja, also, ich speichere nochmal, wir versuchen das einfach. Ich werde ihn rüberporten und so. Für Ralfi. Komm mit, komm schnell mit. Ja, klar. Ich will, dass du da in der Nähe stehst, wenn ich das mache. Der Typ rennt nämlich immer weiter. Ja, der ist eilig. Und ich weiß nicht, wie die Makellosen reagieren, wenn ich das jetzt mache. Ach, die werden das schon. Ja, der ist zu schnell. Ich komme nicht hinterher. Ah, jetzt. Ich hoffe, die Makellosen machen nicht mit. Bestimmt nicht. So. Nope. So much nope. Die sind alle höher als wir im Level, Leute. Nein. Ich greife den nicht mehr an. John kann es alleine machen. Ich gehe dann. Ja, aber... Nein. Nein, nein, nein. Ralfi. So what? Der will doch frei sein. Vielleicht, wenn er wieder zurückkommt, ist mir egal. Erstmal gucken wir uns hier jetzt um. Hier steht nämlich eine Truhe, die hole ich mir jetzt. Leute, ich greife doch nicht hier 20 Leute an, die alle weit höher als wir im Level sind. Ach, deswegen sind wir verlangsamt wegen dem Sturm. Ja, klar. Ah. Ja, aber ich habe ihn nicht über den Sturm gefragt. Hier ist Zeug drin. Gutes Zeug. Nimm das Zeug. Das hier bekommt Jahan. Eine Flasche verwirbelter Matsch. Eine magische Flasche voller Schlamm. Sie enthält Erde und Wasser. Das hast du auch schon mal bekommen. Geben wir erstmal an Jahan. Abgenutzter Goldring des Lehrmeisters. Da oben ist ein Spinnenei. Mehr Bewegung. Mehr Bewegung wäre gut für Madora. Ja. Alte Lederbrigantinen. Und die ist nur gut für dich. Da kann ich nichts mit anfangen, leider. Ich habe das alles an die Leute gesendet, die es brauchen. Gut. Damit wir die Gegenstände nicht verlieren. Ich mag das nicht bei diesem zufallsgenerierten Kram, wenn dann wieder hier ist, dass das dann schon ist. Spinnen. Oh, Spinneneier Stufe 14. Ja, ich glaube, Leute, das hat sich schnell wieder erledigt, ihr das? Spinnen-Sandwitwe 14, Jägerin 14. Ja, moin. Und da arbeiten. Spinnenkult, Schicksalsspinner, ja moin. Aber wo soll man sonst hin, ne? Also, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Da unten ist ein Goblin-Waldläufer und makelloser Terramann, Stufe 12. Das sieht eher nach dem aus, wo wir hin müssen. Da ist übrigens auch eine Mine. Okay. Wir müssen irgendeinen Sandkopf finden, hieß es doch, oder? Hm. Wie kommen wir da runter? Da runter, wo die beiden stehen, bei dieser Mine hier. Direkt hier, wenn du in der Wüste hier runter gehst. Da müssen wir hin. Wie kommen wir überhaupt da hin? Müssen wir da an den blöden Orksen vorbei? Weil dann haben wir keine Chance. Dann können wir gleich aufgeben. Keine Ahnung. Die Orks kriegen wir doch nie tot. Wie soll denn das funktionieren? Hier ist zugemauert. Hier ist... Beziehungsweise haben sie eine Palisade. Nee, das läuft in denselben Punkt. Ich folge jetzt einfach mal den Wegen, Leute. Ich meine, ihr seht es ja im Part. John sieht es nur leider nicht. Ja. Hier rüber, hier hinten. Da, wo die Brücke ist. Hier geht noch eine Brücke rüber. Hier auch. Ja, wir müssen an den Orksen vorbei, es gibt keine Möglichkeit sonst. Wir können uns an den Orksen nicht vorbeischleichen, weil genau da steht sie, wo wir zur Brücke müssen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, Leute. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Die sind alle viel zu hoch im Level. Okay. Ja, ich gehe dann mal zurück. Wir müssen uns mit den Orks versuchen, John, weil es geht nicht. Okay, dann machen wir das. Ich bin ratlos, Leute. Wenn ihr noch einen Tipp habt, haut raus. Nobody! Zum Beispiel? Ja. Genau. Ich hab noch einen anderen Tipp. Bewegst du dich schon, weil du stehst bei mir. Eigentlich schon. Ich hab ihr den Befehl gegeben, sich zu bewegen. Ah, jetzt bewegst du dich, okay. Ich dachte schon, ich bin... Darf ich nicht so weit vorgreifen. Wenn der Typ hier nochmal vorbeikommt, können wir ihn ja angreifen, aber... Ich bezweifle ihn. Ich will den nicht in der Nähe von irgendjemandem angreifen. Er rennt jetzt erst dahin. John, die sind Stufe 13. Er ist Stufe 15. Merkst du was? Ralfi wird uns nicht helfen. Ja. Und selbst wenn, würde er one-hitted. Ja, okay. Wenn wir ihn hier außerhalb... Ja, wenn er hier weiter rennt. Gut, wenn er weiterläuft. Ja, warte mal. Und wir die Typen nicht... Ja, was auch jetzt? Probieren? Lass mich den Initialschlag machen. Ja, mach. Ich weiß noch nicht, wo er hin soll am besten. Ich würde ihn gerne Abgrund schmeißen. Er bleibt hier stehen. Ja, komm, lass uns versuchen. Was soll's? Vielleicht keine so gute Tat, aber... Ach komm, wir versuchen das. Wieso kann ich da nicht hin? Hallo? Nein! Kampf, okay. Das war verdammt dumm. Warum rennt der weiter? Warum steht er so immer zwischen mir? Ach, okay. Oh, er versucht direkt einzufrieren, der Held. Aber wir sind erst alleine gegen uns. Vielleicht können wir ihn totstaggern oder sowas. Wieso ist Ralfi ein Feind?
Der wollte auch. Er ist kein Feind, der ist oben nicht in der Liste schon. Er ist gar nichts, er ist neutral im Kampf. Gar nichts. Hast du nur hier. Versuch ihn einzufrieren oder sowas. Oder versuch ihn. Keine Ahnung. Um nur 8%. Weil er Stufe 15 ist und du bist Stufe 10. Das sind 5 Level. Ach. Wenn du in Baldur's Gate gegen jemanden Stufe 25 kämpfst und Stufe 18 bist, wirst du auch nicht mehr treffen. Muss mich anstellen hier. Da. Oh, nein, aber hat keinen Schaden gemacht, ist cool. Voll. Verfehlt. Super. Aber er steht auf der Eisfläche, wenn er sich bewegt, fällt er um. Achso, okay, immerhin. Das wird nicht funktionieren, Leute, aber hey. Probier mal. Er ist noch nicht mal unterkühlt, ne? Aber er hat ein bisschen Schaden bekommen. Er hat 0 Schaden bekommen. Den Schaden habe ich ihm zugefügt, dass ich ihn rumgeworfen habe. So. Von deinem Pfeil hat er 0 Schaden bekommen. Er kriegt 0 Schaden. Wir können ihm keinen Schaden machen. Ey, wie krass der Levelunterschied. Dann ist das so krass. Wo sollen wir denn leveln? Ja, eben, ne? Wo denn? Wo sollen wir denn bitte leveln? Madora hat keine Waffe in der Hand. John Dorm hat Madora keine Waffe in der Hand. Den Bug hatten wir schon mal. Sie hat eigentlich. Ne, sie hat nichts. Hä? Ja, sie hat keine Waffe in der Hand, du hast recht. warum? Oh Leute, das ist ein Desaster, der Part. Ach ja, ich hab die Waffe ja mal im letzten Part schon repariert. Stimmt, da war ja was. Jetzt nochmal ausrüsten sollen. Kann ich das jetzt hier machen? Oder Moment? Ja, es kostet aber Punkte. Das ist Punkte, ja. Kannst du jetzt nicht machen, okay. Na Held. Toll. So ein Held. Oh, ja, ich oh, wollte das repariert. So ja. Oh mein Gott. Tut das weh. Ja, es hat keinen Sinn, wir machen keinen Schaden. Vergiss es, nee, Leute. Können wir eh lassen. So eine Scheiße, Mann. Wo sollen wir denn jetzt weitermachen? Der einzige Punkt, der uns jetzt noch bleibt, sind die Orks. Oder Bracchus. Das sind die einzigen zwei Sachen, die noch offen Bracchus sind. Bracchus können wir. Ja, gehen wir zu den Orks. Ist beides scheiße. Ja, was sonst? Ist warte beides mal, ich extrem gebe jetzt, kacke. Jetzt gebe ich Matoro erstmal eine Waffe. Nur Bracchus ist. Ja, bitte. Nur Bracchus ist noch unfairer als. Außerdem bist du verletzt. So, was hatte ich hier überhaupt? Ja, die, ne? 133. Die Sense. Was damit? Ach nee, Stufenunterschied. Du hast dir die Sense gegeben, John. Genau, dann war es die. Mhm. So, okay, jetzt hast du wieder eine Waffe. Sorry, Leute, dass wir so rumdörpen momentan. Oder? Ja. Nächste Session, also dann können wir auch wieder auf eure Kommentare eingehen, dann wissen wir bestimmt ein bisschen mehr. Und hoffentlich haben wir ein paar Ratschläge von euch erhalten, wenn ja. Wir nur weinen werden. Nächste Aufnahme, kann es nur besser werden. Oh Gott, Leute, das ist so kacke. Immerhin, wir haben halt viel davon. Wegen mir soll Ralphie in ewiger Sklaverei verrotten, ist mir wurscht. Der arme Ralphie. Wir machen nicht mal Schaden bei dem Penner. Der einzige Schaden, den wir gemacht haben, war den er sich selber zugefügt hat beim Fallen. Fallschaden ja. Ist ja kein Schaden von uns ausgehen, sondern das ist ja, ne? Ja, klar. Genereller Schaden. Mhm. Und weißt du, wie viel Cooldown meine Fähigkeit hat? Irgendwie 7 Runden oder so? Oder 3-4 Runden? Bis wir den damit tot hätten, da sind wir Sand, nee, Nimmerle- das Sand- geht Nimmerleinstag noch dran. Das okay, geht das noch nicht. Ich weiß nicht, was wir sonst noch machen können. Ich fahre gerade mal wieder über die Karte, wie immer, Leute. Ja, Richtung Orks. Mhm. Ja, vielleicht versuchen, irgendwie die zu vereinzeln. Mhm. Wir könnten hier links bei der. Nee, das bei der Blutspur ist zu früh, da sind die Orks noch gar nicht. Wie könnten wir denn hier lang gehen, dass wir. Wo ist es? Hier ist es. Wir müssen an diesen Orks vorbei. Mhm. Aber die stehen alle sehr nah beieinander. Wir können auch immer von links kommen. Von links oder von unten, das ist beides relativ gleich. Auch von rechts. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Aber von links oder von unten, das. Die werden immer alle geballt kommen. Ja, aber vielleicht sollten wir es so machen, dass wir wirklich von links kommen. Mhm. Und versuchen schon mal ein oder zwei von denen auszuschalten, bevor Megatruller kommt. Und der aber das wäre natürlich gut, ja, das wäre gut. Und ich weiß, dass hier vorne in der Ecke auch ein Schamane stehen müsste. Okay. Vielleicht kriegen wir den ja schon mal. Wenn einer der Schamanen weg ist, haben wir schon mal ein bisschen weniger Crowd Control gegen uns. Ich verzweifle es, ehrlich gesagt. Versuch, mach Luch. Beim ersten Mal sind wir auch aus der Richtung gekommen und dann sind die alle so schnell da aufgetaucht. Mhm. Ja, also ich glaube, wir sollten Kadraschkas, oder wie er heißt, trotzdem erledigen, weil bewegt euch, dummes Biest, oder ich peitsche euch das Fleisch vom Leib. Er scheint wirklich ein bisschen Arsch zu sein. Ja, hat den Tod verdient.
von daher wäre ich schon mal legitim. Ja. Okay, ich speichere jetzt nochmal. Und den Kampf machen wir jetzt auf jeden Fall noch, Leute. Ist mir egal. Probieren wir's, ja. 5 Minuten haben wir noch, damit ihr wenigstens irgendwie ein bisschen was Spannung habt. Ja, die Kiste haben wir schon. So, wo ist jetzt hier... Ich sehe keine Gegner. Das ist großartig. Das ist wunderschön. Warum will ich die eigentlich immer kann erst nichts passieren. Ins Gesicht springen? Ja, doch, es kann leider viel passieren. Aber... Ich frage mich auch, wir haben alles gemacht auf der letzten Karte. Wieso fehlt uns so viel? Wundert schon nicht zu weit. Oder wir haben einfach nur ein gewisses Gebiet oder irgendwas halt. Das Krasse ist, hier steht nur der Elitekrieger und Garkulder Nachtbringer. Mhm. Und weder der hier oben in dem Busch, nördlich von uns, da ist ein Busch, da muss ein Waldläufer oder sowas in der Richtung stehen, also ein Bogenschütze. Hier an der Statue muss ein Schamane stehen. Ist niemand da. Mhm. Mhm. Kommen die erst, wenn wir sie aggroen? Vielleicht. Das ist doch die Hölle. Allerdings. Das ist doch die pure, pure Hölle. Ich versuche mich mal ein bisschen vorzusneaken. Bleib bitte mal immer in meiner Nähe, aber geh nicht weiter in Richtung Ja, ich bleib hinter dir. Nee, hier ist niemand. Es ist niemand da. Ja. Wie zur Hölle sollen wir das denn schaffen? Toll. Okay, ich könnte das Wasserfass teleportieren auf denen ihre Köpfe und hoffen, dass die beide nass werden und wir sie mit Blitzen zusammenschroten können. Da wären die zwei schon mal raus, aber ich glaube, die zwei sind nicht das Problem, sondern die anderen. Ich denke auch nicht. Hm. I don't know, ich versuche jetzt einfach. Probier mal's. Kann ich noch irgendwas machen? Ich könnte was machen, und zwar etwas, wofür ich sehr, sehr viele Punkte sonst brauche. Ja. Dass er jetzt praktisch von nothing ist. Ja, funktioniert. Fehlgeschlagen! Gut! Toll, bei beiden auch. Gut! Ja, sind auch deutlich nicht geaggrot worden, das schon mal gut ist, aber gut! Nur 23% Chance. Oh Gott, wie schlecht. Ja, warte, ich port jetzt irgendjemanden hier hin. Ich port den Lichtkrieger hier hin, weil sie wird ein bisschen schwieriger zu besiegen sein, schätze ich. Genau. Und dann kann er sich um Madora kümmern. Oh, ist zu weit entfernt. Scheiße. Ja, ich wollte die Spinne mitnehmen. So, jetzt geht's los. Ich wollte die Spinne mitnehmen, damit wir noch ein bisschen mehr Leute haben. Ja, das ist auch richtig so. Und die ist ja Stufe 10 auf. 20%, okay. Also es sind auch Elite-Krieger. Es sind nur zwei momentan. Man darf sie nicht angreifen. Okay, okay. Das war vielleicht der Trick. Ja, dann hau mal drauf auf den Krieger, dass er schnell weg ist. Ja. Die wird schlimm genug. Nee, warte mal. Oh Gott, wenn du jetzt einen Explosionsfall nimmst und uns triffst, ne? Dann hau ich dich. Nee, dann lieber so. Sehr gut, sehr gut. Das war Sperrfeuer, ne? Ja. Spinny, kill. Yeah, kritisch. Sehr schön. Ja, leider hat sie nur 45% Trefferchance. Aber sie kann auch sonst nichts, also who cares? Oh nein, und sie hat jetzt die anderen geholt. Nein, oder? Oh Gott. Oh Gott. Leute, wie soll man das bitte schaffen? Und warum sind die grün? Oh, oh Scheiße. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ja, nobody. Ich hab die ganz schnell besiegt. Ja, cool. Ich bin echt auf die Erklärung gespannt. Also, ach du Scheiße. Oh, und die Spinne haben sie. Ja. Ja, gut, immerhin nur die Spinne. Mhm. Und ich bin verkrüppelt. Das bedeutet, ich krieg keine Punkte. Das kann man vergessen. Das schafft man nicht. Ich kann die Spinne wieder bekehren. Ja, aber. Dann könnte ich uns alle in Brand stecken. Das ist auch nicht viel. Kann ich noch irgendwas? Ich spare die Punkte. Mehr geht nicht. Wir ziehen das jetzt durch, John. Ist mega. Oh mein Gott, schaut euch den Schaden an. Ja, das kennen wir ja schon. Also. Wir haben doch die gesamte andere Karte gemacht. Was fehlt uns denn bitte, dass wir hier so viele Level drunter sind? Das ist zu heftig. Nee, da hinten auch noch. Nee. Ich verstehe es einfach nicht. Nee, das kann man vergessen. Das klappt nicht. Bin ja sonst optimistisch, aber hier... Ja. So, ich könnte vielleicht den damit niederschlagen, wenn der Magier. Aber ich glaube, hier ist der Trick, wir müssen Garkulda fokussen. Einfach alles, was geht auf Garkulda jetzt. Okay. Oder wollen wir nochmal kurz neu versuchen und nochmal Garkulda versuchen, einfach zu erledigen ganz schnell? Warte mal, können wir mal probieren. Wir probieren es mal, weil es könnte sein, dass das der Trick bei diesem Kampf ist. Wir überziehen jetzt ein bisschen, Leute. Dass man einfach nur Garkulda ganz schnell platt machen muss und die anderen einfach ignoriert.
Möglich. Ist trotzdem nicht so toll. Aber gut, die anderen verziehen sich ja dann nicht. Ne? Also, die anderen werden sich dann dadurch nicht verziehen oder so, wenn das Kult da tot ist. Möglich. Es kann sein, weil die werden ja auch nur beschworen, weil sie sie ruft. Naja, aber na gut. Müssen wir mal gucken, ja. Ein Stück vorwärts, nicht zu weit, bitte. Ja. So, Madora. Have fun mit ihr. Da guckt jetzt nämlich keiner da momentan. Erst wenn sie an der Reihe ist, kommen die. Erst wenn sie an der Reihe ist. Ich will mal ein Sperrfeuer auf sie. Können sie übrigens auch eine Spinne beschwören. Ah, das ist ja tiefer. Per se nein, denn eine Spinne hält zumindest Schaden von uns ab. Ja, aber die muss so schnell. Die kann ja sowieso nicht viel Schaden machen, aber. Die halt immer in drei Runden, in der Schaden auf sie gehen kann und statt auf uns. Okay, wirklich. Da, siehst du, sie ruft die. Naja. Kann man kaum verhindern. Das geht zu schnell. Eben, und die haben so eine Reichweite. Oh, der heilt die. Ist egal, wenn sie die mit Heilung verschwenden, ist nicht so schlimm. Ja. Wie können wir sie am besten niederfokussen? Ich denke mal hiermit. Einfach allen Schaden auf sie. Ja, das alles ist zumindest eine Möglichkeit. Ich könnte Explosion machen, uns allen Schaden zufügen. Hm. Ich warte bis nächste Runde hin. Oh Gott, jetzt kommen vier Nahkämpfer. Vier. Und die können durch ihre Wut alle so weit laufen. Ja. Kannst du bitte keinen Schaden machen, mein Freund? Ja, da ja, ist danke einer. Arsch. That hurt. Und ich bin yo eingefroren. Fuck. Alter. Der Kampf ist so unfair, Leute. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Und die Spinne ist übrigens verzaubert. Es klingt echt so, als sollten wir da noch nicht hin. Ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Ja, eben. Wir können doch nichts machen. Und da ich verlangsamt bin, habe ich keine Punkte. Ich auch nicht. Ich kann nichts tun. Ich kann keinen Schaden machen. Mhm. Eine Fresse. Ich könnte jemandem Konstitution geben, aber das bringt uns auch nichts mehr. It's just nothing I can do. Ich könnte eine Sache machen. Oh, ich kann. Die Schamanen sind zu weit weg, ist es nicht wahr? Hm. Ja, zu weit weg oder blockiert? Ja, nee, toll. Oder? Nee, der geht. Immerhin. Ja, aber nur unterkühlt, dammit. Jetzt komm, Madora, wenn sie platt kriegen könnte, dann hätten wir eine Chance. Das wär's, ja. Toll. Ja, das kann ich nochmal. Keine Ahnung, Leute, wir werden uns das überlegen fürs nächste Mal. Vielleicht gehen wir zurück und versuchen doch nochmal Brakkos, weil. Ja, vielleicht ist der mittlerweile. Ich weiß ja nicht. Wir sind immerhin jetzt ein Level höher als er. Vielleicht hilft uns das ja. Mal auch sehen. Auch wenn da alle Bosse nochmal kommen. Die waren richtig eklig, die Bosse, aber hey. Aber das wird epic. Freut euch drauf. Oder ja, wir kommen weiter, John. Das kriegen wir noch. Achso, ich bin noch dran, okay. Der Tod bleibt noch. Jo, schön. Das war jetzt voll drin, ist mir egal. Ja, die Spinne triffst du natürlich auch noch, das war sehr scheiße. Wir machen es nicht. Oh, das war ein Attack of Opportunity, die wir bekommen. Ja, das ist nicht so schlimm, die macht eigentlich gar keinen Schaden, die dumme Trulle. Ja, Jahan ist tot. Ich bin tot. Okay, wow. Ja, sie haben's. Nee, wir sind total unterlevelt in dem Fall, das geht nicht. Das sind zwei Level, Mann. Aber der Schaden, den die machen. Ja, eben. Null Chance. Der ist absolut unmenschlich. Komm, versuch nochmal Garkula zu töten. Hier können wir zumindest noch Informationen gewinnen, denn wenn sie tot ist und alle sind weg. Ach komm, die trifft einfach nicht, Menno. Der macht doch einen Rundumschlag. Hat nicht getroffen. Das war doch nicht der rote Umschlag, das war ein normaler Schlag, den du hast. Nee, das erste. Das erste war ein roter. Ehrlich? Ja, aber hat nicht getroffen. Sie hat keinen getroffen, was? Nee. Ich meine, da steht doch drei, vier um sie rum. Vier Stück. Ich weiß auch nicht. Kann kritisch. Ja, nicht ja, wenn der Bier. Crit mit 100 begonnen hätte, dann wäre das schön. Oh mein Gott. Die Spinne ist da. Und auch so, guck mal, die kann sich teleportieren, die dumme Kuh. Okay. Ja, Leute. Ja. Das war nichts. Verloren. Alle sind zerhackt worden. Mhm.
Ha. Ja, wir sind auf eure Tipps gespannt. Ja, wir gucken mal, was wir hier machen. Ja. Vielleicht gehen wir echt wieder zurück zu versuchen Brakkus, weil vielleicht, nein, ja. Wir haben ja nichts mehr, was wir töten können. Ja. Ja, Leute, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal bei Divinity Original Sin. Tschüss. Ciao.